und herzlich willkommen zurück zu Mad Mike's Derpioten hier an der Stelle und wir sind in Defiance. Jawohl, wir spielen es doch. Let's play some games Defiance mit mir in regelmäßigen Sessions. Und ich dachte mir, heute mache ich mal hier so an der Stelle wieder mit diesen Archenfall-Hellbug-Ausrottungen mit. Damit fahre ich mit meinem geilen Dodge jetzt erstmal dahin und gucke, dass ich den Jungs und Mädels helfen kann, was da eigentlich gerade passiert. Ist mir doch egal. Das ist mir total egal. Das ist mir total egal. Ich habe im Übrigen gestern die Pilotfolge, so rum, von Defiance geguckt. War gar nicht so schlecht, stellenweise ein bisschen langatmig. Das Coole allerdings ist, dass das hier, was ich hier spiele, wirklich die Vorgeschichte ist des Ganzen. Wupp. Und ich glaube, ich bin hier relativ alleine. Das sollte ich aber schaffen eigentlich. Mit meiner neuen Waffe im Übrigen. Die ist immer noch nicht super, aber hey. Achso, die müssen ja hier auch dran rumknabbern, glaube ich. Ne, es sind Wellen. Okay, die muss ich zerstören. Ich glaube, ich nehme mal lieber die hier. Bumm. Sticky Grenades. Für den Spaß. Für die ganze Familie. Die auch noch eine, komm. Ihr habt auch noch welche. Ah, ist weitergelaufen. Flup. So. Natürlich kriegen sie Verstärkung, weil es ist die zweite Welle. Mutter aller Hellbugs heißt im Übrigen, das ist das Hauptding. Aber nicht mit mir, mein Freund. Kollege. Ja, jetzt kriegt er sich da ein, super. Flup. Was dumm an dieser Waffe ist, ich muss immer feuern mit der Feuertaste. Die hat also keinen. Die hat nur Semi-Automatik. Keine Vollautomatik. Das nervt ein bisschen. Man muss immer klick, 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 klick. Und sie hat einen ziemlichen. Sie streut ganz schön. Das liegt daran, dass ich eben, wie gesagt, die Mods noch nicht komplett fertig habe. Ich wollte noch welche draufbauen. Kam jetzt nicht dazu, habe ich kurzfristig entschlossen, hier mitzumachen. Oder alleine hier für Ordnung zu sorgen. Das Nachladen. Das ist nur der Kleine hier. Und da ist Welle 3. Ja, kein Problem. Ich muss nicht aufpassen. Was mich auch ein bisschen gestört hat an der Serie ist tatsächlich, dass die Hintergrundmusik, also diese Hauptmusik, immer und immer wieder wiederholt wurde und irgendwann hing es mir echt zum Hals raus. Ich würde übrigens sehr gerne dodgen. Dankeschön. Mein Schild ist nämlich down. Dodge. Die halten ja eh nichts aus da hinten, die Fliegeviecher. Ah, Nachladerei. Dass man im Rollen aber auch nicht nachladen kann. So, jetzt. Jetzt den hier. Oder die zwei. Ja, yeah, noch eine Granate für euch. Zack. Da könnt ihr nämlich nichts mehr machen. Da zittert er, wie beim Pogo-Tanzen. Ah, greift sich wieder ein. Jetzt mal eine Granate noch hinterlassen. Die auch. Nachladen ist eine Schlampe. Sammle 150 Schalen von Hellbug-Jägern ein, um... Na dann. Boah, da greift sich wieder ein. Die Drecksau. Toll ist, sie kommt dann rausgehüpft, so wie der jetzt gerade hinter mir. Und versuche mich da nochmal umzuschubsen. Gibt's aber nicht. Flatsch. Da kann ich schon fast nichts mehr einsammeln, außer die Kohle eben. Warum haben wir denn da noch welche? Ach, da ist noch ein großer. Nein. I, der kotzt. Der bekam sein Mittagessen nicht. Und ich bin sein Mittagessen. Ja, weg mit dir. Ich kann mir schon denken, wo der andere jetzt gleich herkommt. Ah, ne, da hinten. Das sind kleine. Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er. So, in den Arsch geschossen. Ach was, ich schaff das schon. Ja, sind wir. Vor allem um die Uhrzeit. Es gibt keine andere Sau hier momentan. So, Munition ist voll. Nochmal ganz kurz meine Script aufgesammelt. So. Und dann würde ich sagen, direkt zum nächsten. Denn je mehr man hier mitmacht, desto besser nachher für den Loot. Ja, das, der hier oben dürfte am nächsten sein, alles klar. Und los geht's. Mutter aller Hellbugs. Mother of all Hellbugs. Hm, eine Brücke. Autsch. Ich bin übrigens schon wieder in der nächsten Zone. Ich bin jetzt bei 200, ach, ich habe die Stufe gemacht. 276 bin ich mittlerweile. Wann habe ich die denn gemacht? Gestern? Irgendwann? Hm, muss mal gucken. Unwichtig.
230 Meter. Ich fahre mir hier einen Wolf. Und da sind wir auch schon. Wenn wir Glück haben, ist es wieder dieselbe Art. Hups. ja, genau das gleiche wieder. Allerdings sind noch ein paar... Bioman läuft da hinten noch rum. Habe ich jetzt gelernt im Übrigen im, in der Serie. Die heißen Bioman. Die ganz großen... Hier, die hier. Mutanten-Grenadier. Das sind Bioman. Also bionische Menschen, die... Ja, sag ich mal, ganz schön was auf den Rippen haben. Ganz schön wehtun. Wow, ist total spannend, was ich hier mache. Ich weiß. Aber wartet, wartet nur ab. Es wird richtig spannend. Trust me, I'm your hunter. Nein, das musst du nicht tun. Guck mal, eine Kuh. Ein Rindschwein im Übrigen nennen sich die. Das sind mutierte, ja, würde ich mal sagen, Rinder und Schweine, die zu Rinderschweinen wurden. Letzten Endes darf man sich da mal... Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Die sind zwei ineinander, das sieht ja eklig aus. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu der eierlegenden Wollmilchsau. Die Rindschweine. Boah, ich hasse diese Kotze an meinen Füßen. Halt einfach mal still. Unglaublich. Puh, das war aber knapp. So. Ist auch weg. Ja, ansonsten, die Serie ist definitiv sehenswert, wenn man das Spiel spielt, dann wird noch mal ein bisschen was klarer. Es ist von dem, sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts, von dem Macher von Farscape, im Übrigen, produziert worden. Das sieht man auch so ein bisschen an den Masken und an der Tendenz, in welche Richtung dieser Sci-Fi-Shooter geht. Ich finde es persönlich sehr schön, dass überhaupt mal wieder ein Sci-Fi gebracht wird. Mit Defiance, da ist viel Potenzial auf jeden Fall drin. Ich meine, das ist die Erde hier. Die terraformt wurde, wie ich jetzt nochmal richtig erfahren habe. Natürlich hätte man sich vorab informieren können. Natürlich gibt es viel Hintergrundstory, die man auch hier im Spiel lernen kann. Gerade noch so. Aber ich fand das gerade in der Serie sehr, sehr praktisch. Die Voltaner sind damals in Archen. Das sind diese riesigen Schiffe, die hier teilweise abstürzen. Auf die Erde gekommen, um eine neue Heimat zu finden. Ihr Planet wurde nämlich zerstört. Die Voltaner bestehen übrigens aus, glaube ich, 8 Unterrassen, also sehen nicht alle gleich aus wie bei uns Menschen. Wir haben ja Asiaten, wir haben Amerikaner, wir haben Indianer, wir haben Inder, wir haben Asiaten, haben schon gesagt, Europäer und so weiter. Und jeder von uns sieht ein bisschen anders aus und spricht auch andere Sprachen. Und so haben die auch 8 verschiedene davon, die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen oder mehr oder minder unterschiedlich aussehen. Und ja, am Anfang war es so, dass es Verhandlungen gab. Es wurden halt die meisten Archen, oben die Schiffe, wo die im Schlaf eben waren, sind noch da oben geblieben. Und es gab Verhandlungen für eine mögliche Ansiedlung. Die ersten sind in Brasilien untergebracht worden. Das kommt aus der Serie dazu raus, habe ich nachgelesen. Und als die Botschafter allerdings erledigt wurden, gab es Krieg auf der Erde. Also Voltaner gegen Menschen logischerweise. Mussten uns dann aber relativ schnell in diesem Krieg zusammenrotten. Da unter anderem Terraforming eben durch die Alien-Technologie heraufbeschworen wurde. Dadurch hat sich alles verändert. Luftwasser, Viecher wie hier, diese Hellbugs zum Beispiel und so weiter und so fort. Und es wurde so unwirtlich, dass man hier nicht überleben konnte, wenn man nicht zusammenarbeitet. So wurde es zumindest geschrieben. Das Ganze geht natürlich noch ein bisschen weiter, aber letzten Endes haben wir ja auch noch die ganzen anderen Rassen, die hier rumlaufen. Die lernt ihr nach und nach noch kennen. Ich denke mal, die sind dann, Moment, zack, noch weg. Jetzt müsste eigentlich die dritte Welle gleich kommen. Eigentlich. Ah, nee, das ist noch. Ist noch ein dicker. So, jetzt aber. Eine Reaktion im Inneren des Kristalls gerät außer Kontrolle. Ja. Ohohoho. Dritte Welle war das schon. Ja, wir sind richtig gut da drin. Zum Beispiel bin ich ja. Ich bin zwar ein Archenjäger, aber ich bin ja auch modifiziert worden. Also, ich habe so eine Spritze im Nacken bekommen, womit ich diese KI quasi im Kopf habe. Ich mache das hier fast allein. Es sind auf jeden Fall noch ein paar unterwegs, wahrscheinlich hier unten. Und bin also nicht jemand wie Nolan zum Beispiel. Nolan, den Charakter, den ihr vielleicht schon mal in einem meiner Videos gesehen haben solltet, wenn nicht, dann nachgucken. Das ist ein ins Spiel gesetzter Hauptcharakter, genauso wie seine Freundin. Eigentlich ist seine Tochter. Ich spoilere euch jetzt gerade ein bisschen, ich weiß. Seine Adoptivtochter. Zumindest sagt er das, dass sie das ist. Ob es wirklich ist, findet man vielleicht noch raus. Und die sind auf jeden Fall hier ins Spiel integriert worden und sind ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten Story drumherum.
Im Film weiß ich schon, was mit ihm passiert. Das ist natürlich doof. Ich habe noch gar nicht so weit gespielt. Ah, hier ist zum Beispiel ein anderer Spieler noch mit dran. Sehr cool. Dem helfe ich direkt mal. Ist schon in der dritten Welle. Dann habe ich weniger zu tun. Und dadurch wird halt die Synergie erstellt zwischen Serie und des Spiels hier. Das ist ziemlich cool. Au, meine Schilde sind mit einem Schlag runter. Das ist natürlich auch ziemlich mies. Ah, was hat mich denn gerade erwischt? Ah, die Miner im Hintergrund. Elite auch noch, ja dann. Mach ich mal weg. Wer hat die denn eingeladen? War ich das? Hab ich die mitgebracht versehentlich? Kann schon sein. Der ist weg. Den machen wir auch mal gerade hier weg. Den Hackle feucht. Ja, wirf mit Granaten. So, hilft euch auch nichts. So, einen Ding noch hinten weggemacht. Je mehr Spieler wir hier übrigens sind, desto heftiger werden die. Das heißt, der hält jetzt ein bisschen mehr aus. So, und genau den gleichen Hintergrundsound haben wir im Übrigen auch im Film. Andauernd. Mittlerweile hängt die mir echt zu Hals raus. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Zu spät. Sie hatten niemals eine Chance. So sieht's aus. Dodge geholt. Und da geht's nochmal hoch. Jawohl. Dann wenden wir mal ganz kurz. Und sprinten direkt in die nächste Zone. Nach hinten. Ich möchte mich die Mama sehen. Ich möchte die Mama sehen. Ich möchte die Mama sehen. Ist bestimmt eine Milf. Was ist da? Mein Baum noch vorbei. Ich muss sagen, der Dodge ist zwar der schnellste Wagen im Spiel. Den kriegt man nur als Pre-Order. Aber ich fahre dann doch lieber irgendwas. Sowas da vor mir. Erstmal sind die nicht viel langsamer und zweitens haben die Klingen an den Seiten. Damit kann man schön Hellbugs und so erledigen. Und sie steuern sich einfach einfacher. Ach, ist auch schon die dritte Welle, sehr schön. Nein. Ah, ist noch runter. Warte, ich nehme jetzt mal hier den hier. Plupp. 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 Muss ihn eh ein bisschen leveln. Boom, boom, boom. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Naja, Hellbug vielleicht nicht. Klick, 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 klick. Gieß den Sticky. Ja, wir halten wirklich mehr aus. Krass. Macht aber nichts. Gib mir trotzdem alles platt. Zack, 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 zack. Küss mich. Ich bin der Jäger. Jetzt explodiert wenigstens die blöden Minen. Ach, tun sie ja. Jetzt sind wir so dritt hier und trotzdem halten den ganz schön viel aus. Einer kommt noch raus, glaube ich, gleich. Den kriegt einer von uns aufs Maul. Na, da ist er. Ja. Na, das kommt noch einer. Okay. Ja, noch einer. Okay, dann wechsle ich doch wieder. Die macht echt mehr Schaden, die Waffe. Deutlich mehr Schaden. Ja, aber die hat auch sehr viel schnell. Au, 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 au. Das meine ich. Die kommen teilweise unten runter, unten raus aus dem Untergrund, wenn sie sich eingraben. So, jetzt aber diesmal wirklich Abstand nehmen. Da ist noch ein grünes Item, das will ich haben. Gift, grünes Item. Jawohl, eingesammelt. So, jetzt müsste eigentlich gleich die Mama irgendwo spawnen. Da ist sie gespawnt. Jetzt gehen wir zur Mama. Mama. Das sind 400 Meter von hier. Da müssen wir die dicke Mutter nämlich wieder zurück in ihr Loch stopfen. Über sieben Brücken musst du gehen. Warum singe ich eigentlich immer, wenn ich zocke? So unglaublich. Whee! Da ist die Mama. Das ist eure Mama. Ist sie nicht hübsch, die Matrone? Die ist so schnuckelig. Jetzt kriegt sie sich gerade ein. Und ruft ihre Untergebenen. Die haben keine Chance. Ah, hat mich trotzdem erwischt, wo ich gedodged bin. Sauerei. Wir müssen also immer die kleinen Wellen hier plätten. Und dann kommt irgendwann die Mama wieder raus. Wollen wir uns mal auf den Boden schießen? Irgendwas war doch mal. Was müssen wir, glaube ich, machen? Da kommt sie, glaube ich, gerade. Da kommt sie. Ist sie nicht wunderschön? Eure Mutter. Ich kann immer schön auf die Augen schießen, denn das leuchtende Orange ist. Das, was am verletzlichsten ist an ihr. Und irgendwann gräbt sie sich halt wieder ein. Oder macht halt eine Energiewelle. Wir kriegen übrigens ganz viel Besuch momentan. Von weiteren Archenjägern. Fletch.
Schön, hat jemand ein Ablenkungsmanöver hingestellt. Das ist cool, gelesen. Da hinten ist sie wieder. Die kleine Drecksau. Direkt mal hier Special Ability angemacht und direkt aufs Gesicht gefeuert. In dein Gesicht, Mutter, in dein Gesicht. Ach, da hinten ist er schon wieder. Oh oh, oh oh. Die hat sich aufgeladen, die kleine Drecksau. Naja, die riesige Zecke. Die kotzt kleine aus. Hellwag-Matrone. Ist eine Makrone, wäre mir jetzt lieber, weil wir haben ja keinen Winter. Außerdem mag ich Makronen gar nicht. Oh, was? Was? Was schießt denn hier die ganze Zeit? Da ist sie wieder. Die Schlampe. Schön draufhalten. Die ist gleich platt. Hat die Hälfte Hit von Schneck. Ah, die spuckt mich an. Du spuckst mich nicht an, du Drecksviech. Au! Mach doch mal die kleinen Drecksviecher weg. Ah, shit, da bin ich platt. Mal schnell aufstehen, komm. Muss nochmal gucken, dass wir die kleinen mal erledigen. Aber wenn wir da drauf halten, müsste es eigentlich gehen. Jetzt mach die kleinen da platt. Los. Er schießt sie. Macht sie alle tot. Schießt ihnen auf den Arsch. Immer weg damit. Oh, oh, da ist die Dicke wieder. Aber wir haben Special angemacht. Wir haben es nämlich gleich. Immer auf die Augen, immer auf die Augen. Oh, da kommen die ganzen riesigen Sabberbeuter, Eitel, Jetzt, und da platzt sie gleich. Jetzt platzt sie. Ah, da geht's down. Da macht's einmal die Eiter pusteln, explodieren und. Was für eine widerliche Dreckspampe. Ja, gibt's 5 Schlüssel, 7500 XP, 500 Skrip. Und ich bin der mit dem meisten Schaden. damit meine ich, habe Schaden ausgeteilt. Nicht, dass ich Schaden im Kopf habe. Ich bin so gut. Ich habe ein Airpack bekommen und ein Level-Upgrade. Sehr geil, sehr, sehr geil. Und noch eine Splittergranate. Nice. Ich habe was bekommen? Wie, das war's. Aber es ist cool, denn ich brauche schon seit Ewigkeit ein neues Schild. Und das ist ein 291er mit 1300 und Schutz gegen Säure. Sehr, sehr geil. Und die Granate ist deutlich besser als eine Splittergranate. 291, auch mal ausgerüstet. Achso, mein Ego. Ja, ich habe auch ein Ego. Wie viele Punkte habe ich denn momentan? Ich habe 2 Punkte. Ich bin noch nicht auf 300. Ich möchte das nämlich dann aufstocken hier. Dementsprechend spare ich die noch. Was ist das hier nochmal gewesen? Zellrüstung, du nimmst weniger Schaden. Ach, das kann ich jetzt? Ja, das brauche ich auf jeden Fall. 2% weniger Schaden nehmen und direkt nochmal. Muss ich dann austauschen. Das hier ist, die Kaltigkeit nimmst du einen halben Schaden, wenn dein Schild zusammenbricht, ist wichtig. Das Ding ist, das Ausstellen von Schaden lädt dein Ego, das brauche ich zum Beispiel nicht. Ist nicht ganz so wichtig. Also das Austeilen von Schaden lädt deine Ego-Fähigkeit wieder auf, Ablenkzeit 5 Sekunden. Und das sind halt mehr Gesundheitsdinge. Aber das Coole ist, man kriegt ja nach und nach auch mehr, hier, Perks, das heißt, ausrüsten. Jawohl, ja. Und jetzt habe ich Dickhäutigkeit, Blutdurst, Tapferkeit, Zellrüstung und meine Überladung und werde langsam richtig, richtig nice. So, meine lieben Freunde, das war an der Stelle auch jetzt hier, wie gesagt, die Mutter aller Hellbugs. Und damit ein kleines Päuschen, die Herausforderung ist soweit auch schon abgeschlossen, sehr geil. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Mad Mike hier in Defiance. Bis dann.